Und damit sind wir wieder zurück und werden jetzt zum Thronraum gehen, um Brütell zu treffen und ihr von den aktuellen Geschehnissen hier zu berichten. Das wird sie sicherlich beunruhigen. Und sie wird uns natürlich auch mit weiteren Aufträgen versorgen, da bin ich mir sicher. Und vielleicht lernen wir ja auch die Königin kennen. Moment mal, was ist hier los? Alles gut abgesichert? Kann man so sagen. So, Brütell. At your service. Sie kann sich noch erinnern an uns, das ist ja schön. Ja, sieht schon besser aus und very fancy. In der Tat, krasse Rüstung. Fancy Armor. Die Leibgarde ist sie von der Königin, das haben wir jetzt gerade festgestellt. Ja, es gibt schlechte Nachrichten von Broomley. Zwei Dalga wurden tot aufgefunden in der Nähe von, wie hieß das nochmal, Mushroom Bar and Grill. Er nimmt sich der Sache jetzt selber an, untersucht den Fall, weil der Fall jetzt so an sich noch nicht klar war. Also man konnte es jetzt nicht den Emulated zuordnen. Everything bad happened at once. Okay, was passiert denn hier alles? Emulated escaping from within. Die Aberrants, die greifen von außen an. Zwei tote Bewohner plötzlich aufgefunden. Ja, also Bedenken sind da, dass wenn es noch schlimmer wird, überhaupt sie sich in der Lage fühlt, die Verteidigung aufrechtzuerhalten. Ja, jeder würde doch helfen, die Königin jetzt sicher zu beschützen. Okay, der wahre Beschützer der Königin ist der Stein in ihrer Krone. Mhm. Oh oh, ich habe böse Vorahnung, was hier passieren wird. Ja, und dass die Kraft dieses Steins als solche ja diese ganzen Gefahren sozusagen ja überhaupt erst anzieht. Ja, weil der Stein anscheinend sehr attraktiv ist, dadurch, dass er eine gewisse Macht hat. Kann man den Stein nicht irgendwo in Sicherheit aufbewahren? Oder ihn verstecken? Ja, ich bin jetzt zwar kein Experte, aber finde es schwer, so einen Gegenstand mit solcher unglaublichen Macht zu verstecken. Es gibt zwei von diesen Steinen. Also einen hat die Königin der Glaufey, das sind Wesen außerhalb von Maldura. Und halt diesen Stein hier. Okay, wir haben immer noch den Insignienring von ihr. Das sollte uns helfen, eine Kontaktaufnahme mit den Glaufey herzustellen. So habe ich das jetzt verstanden. Da müssen wir hin. Die Quest ist abgeschlossen. Monitor Malfunction. Und Researching a Solution ist jetzt der nächste Step. Das heißt, wir sollen mit den Glaufey sprechen, die draußen sich im Wald befinden. Und Wald ist ja relativ, wir werden mal sehen, was das bedeutet. Achso, kann das sein, dass die Quest What Lies Beneath erst ein Update kriegt ab einem gewissen Punkt, wie wir jetzt in dieser Trade Skill fortschreiten? Das kann natürlich auch sein. Bevor ich jetzt nämlich die Stadt hier rauf und runter laufe. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Reißt uns jetzt gerade aus dem Fluss hier raus, aber ich porte mal in die Gildenhalle und gucke mal, dass das Inventar ein bisschen leerer wird.
Es dauert unglaublich lange. Das ist komisch. Es ist ein paar Tage so. Und ich weiß gar nicht, ob jeder das Problem hat. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass es ein fürchterliches Lag im Chat gibt, dass man was schreibt und es aber erst 10 Sekunden oder noch später angezeigt wird. Da hatten sich schon einige drüber beschwert und wieder Daybreak verteufelt. So, auch hier wird schön geruckelt. So. Also richtig beruhigend tut sich das irgendwie hier nicht mehr. So, pass mal auf. Mal gucken, was jetzt verschwindet. Achso, der Gaul hier. Will der noch was abwerfen? Jo, das machen wir gerade noch. Den habe ich ja aktiv, weil ich eigentlich darauf spekuliert habe, dass ich in dem Levelbereich das seltene Bubinga-Holz bekomme, weil das bräuchte ich zum Craften gewisser Möbel. Und das stellt sich als schwieriger dar, als ich mir das gedacht hätte. So, Deposit All. Und dann verschwindet schon mal ein ordentlicher Schwung. Gucken wir mal, irgendwie noch ein Few. Achso, ja, die Kohle, aber die kann ich ja noch behalten. Einmal hier rüberspringen. Von der Treppe da nicht stören lassen. Die steht da nur vorübergehend. So, dann haben wir die Sammelgegenstände, Collectibles. Dann ist auch einiges weg. Dann haben wir noch Lore und Legend. Können wir auch einiges reinschmeißen. Dann bleiben vermeintlich nur noch die Sachen über, die wir beim NPC-Händler vertickern können. Das wären solche Sachen, wo dann immer beisteht, Merchant might pay a few coins for this item. Und dann sieht man auch in dem Levelbereich hier, wo wir sind, um die 100 oder so. Da kosten die dann gerne schon mal, also was heißt kosten? Die bringen dann gerne schon mal 5 Platin oder mehr ein. Und der sogar noch mehr, der ist ja vom Mond. Das war wieder niedriger Levelbereich, vermute ich mal. Das Geld reinholen, was wir immer für den Söldner ausgeben. Nicht, dass der uns hier noch die Haare vom Kopf frisst. Das kann auch verkauft werden. Ja, kann eigentlich auch weg, ne? Haben wir schon was Besseres. Grumpy Little... Okay, haben wir den? Warte mal, das irritiert mich gerade. Den Söldner. Ja, ich glaube, den haben wir wirklich schon. So, dann gibt es hier ein paar Status... Gedönse. Verkaufen wir auch. Der Ring kann auch gerne mal weg. Sehe ich gerade. Das war das, was wir zum Schluss gekriegt haben. Das haute mich auch nicht vom Hocker. Das lassen wir nochmal noch da. This mysterious token might be able to teach a qualified researcher valuable information about the area it was found in. Wo haben wir das denn gefunden? Gute Frage. Status Bounty. This item can be sold to certain NPCs for status. Machen wir das doch. Dann haben wir nämlich hier 104.000 Status einkassiert. Mal gucken, wie sind wir denn hier leveltechnisch? So, ja, vom Status her, aber. Na ja. Ich glaube, das war's erstmal. Mehr brauchen wir im Moment noch nicht vertickern. Wir lassen das mal so unordentlich. So.
gehen mal zurück zum Ort des Geschehens. Neriak ist das natürlich nicht. Das ist nur der Zwischenstopp. Immer tiefer. Ich muss ja auch mindestens, glaube ich, Crafting Level 110 sein, um damit auf dem Mond die Trade-Skill zu starten, glaube ich. Das beunruhigt mich im Moment noch ein kleines bisschen, weil sich da unten auf der XP-Leiste nicht ganz so viel tut. Ach nee, nicht in die Stadt laufen. Ja, ich muss ja hier hin. Das weiß ich ja noch, wo die sind. Ja, und diese Blumen übrigens, die hier oben und die da unten, die lassen sich auch dann mit diesen Artificer Coins kaufen. Und ich glaube, diese Ranken hier auch, also irgendwie ein, zwei Beispiele davon. Genau auf Kurs. Waren wir bis eben so. Einmal abbiegen. Hier ist eine Glaufee. Ah, okay. Ihr erkennt schon, dass wir von den Zwergen kommen, weil wir den Ring tragen. Okay, wir sind im Grunde da, um zu fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, diesen mächtigen Stein auf irgendeine Art und Weise zu verstecken. Stein, was ist denn der Chaosstein? Okay, das ist sehr kompliziert schon wieder. Ich lese aber auch gerade nur ein bisschen quer. Der Stein oder der Karstein, der sogenannte, oder der Stein in der Krone, oder ist das der gleiche? Ich weiß jetzt nicht. Der hält die Erinnerung an den Gott, den sie verehren, was ihn auch so mächtig macht. Und sie meint jetzt, dass die Zwerge eigentlich selber einen Weg wissen müssten, um den Stein zu verstecken. Sie müssen sich nur daran erinnern. Sie hatten einst diese Fähigkeit. Maldur ist eine... is not the great city it once was. So, die hatte
die Blütezeit ist wohl schon vorbei der Stadt, also es ist nicht mehr so die große Stadt, wie sie mal war. Vielleicht gibt es irgendwas in der Bücherei, was man finden kann. Also es das heißt, zurück in die Bücherei, das sind dann die Quests, die ich dann auch immer sehr mag. Immer von A nach B für irgendwelche Nichtigkeiten. Dann können wir wahrscheinlich dann gleich wieder zurück hierhin. Eine tolle Quest. Sollten wir mal abbiegen hier, sonst fliege ich gleich falsch. Ich überlege gerade aber, was man ja auch noch machen könnte, wäre, um das Handwerkslevel zu boosten, die Aufträge in der Gildenhalle machen. Von dem NPC. Da musst du ja aber die zeitlich beschränkten Aufträge machen, die geben mehr XP-Punkte. Wenn so wie jetzt ein bisschen Bonus-XP ist, bringt das ja vielleicht schon was. Ich sehe es auch nicht ein, mir so einen Booster zu kaufen, der mich auf Level 110 hochboostet. Ich könnte jetzt böse sein und behaupten, gerade deshalb dauert das so lange mit dem Leveln, aber von 110 auf 120 zum Beispiel im Adventure-Bereich ging das super flott. Nur von 100 auf 110, das klappt irgendwie nicht. Bin ich hier eigentlich richtig? Ja, kann sein. Jetzt mal einfach behauptet, dass das hier die Bücherei ist. So, eins noch. Ach, da unten. Da sind ja auch noch Regale. Use the ancient notes to plan out a recipe for some way of containing magical gemstones. So. The ancient notes. Aber dafür schon ein Rezept bekommen. Mal gucken. Haben wir. Da brauchen wir einen Treibstoff. Vermeintlich nur einen, ne? Testen wir mal. So, Brutal.
Das wäre wieder der Thronsaal, ne? Genau. Dann gehen wir da mal hin. Das ist ein Energy Drink, der wäre jetzt gut, aber ich habe die leider schon alle ausgetrunken. Aber einer wäre noch gut, aber was wolltest du machen? Ist keiner da. Ich glaube, Kaffee habe ich auch nicht. Dann wird es kritisch. Dann wird es so langsam kritisch um diese Uhrzeit. Ja, ich mache gleich was anderes. Ich mache gleich ein bisschen Nectolos Forest mit dem Bestienfürst oder mach vielleicht noch was anderes mit dem Bestienfürst, ich weiß es noch nicht. Das klappt vielleicht ein bisschen besser. Konnten die Glaufe helfen? Es sieht so aus, dass die Antwort innerhalb Malduras liegt. Die antiken Schmiedemeister waren Experten in der Arbeit mit wunderbaren Edelsteinen oder magischen Gegenständen. And I was able to piece together something from the library that I think will disguise the stone's power. Also es gibt innerhalb Malduras das Wissen, diesen mächtigen Stein quasi zu verstecken, verschwinden zu lassen. Und dieses Wissen muss bei den Dalga hier einfach wieder aufgefrischt werden. Die selber haben die Mittel dazu. Und was ist es? A normal sensor, but will be made of rare metal. Oh Gott, das muss ich doch wieder machen. Ja, supi. Gut, das haben wir aber erstmal abgeschlossen. Gibt wieder Status. Das ist wichtig. Und Faction ist wichtig, damit die Händler uns dann auch die Klamotten verkaufen, die wir kaufen möchten. Mit den Artificial Coins. So, all we have to do is place the stones within your container and they should be hidden. It sounds promising. Return as soon as you can. Wish me luck. Was tun wir jetzt? According to my research, if a magical stone is set in metal that's empowered with the same type of magic as the stone it holds, it should be possible to attune the container so it hides the power of the stone within. I can do the forge work, but I'll need to help of the Glowfee for the magic. Okay, das heißt, da müssen wir für die Glowfee jetzt erst ein bisschen Arbeit erledigen, vermute ich mal. Dass wir da Faction steigern. Und dann die Zutat oder das Zubehör bekommen, das wir brauchen, um diesen Container tatsächlich herzustellen mit der Macht, die vonnöten ist. Das sehe ich richtig, da müssen wir wieder raus. Gehe jetzt noch kurz zum Eingang bzw. Ausgang in dem Fall und die weiteren Aufgaben erledige ich dann ab der nächsten Folge hier in Maldura. Wir sehen uns bis zur nächsten Folge.